Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Ich werde euch heute mal ein paar verbotene Tricks zeigen hier in Roblox Jailbreak. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst genau in 3, in 2, in 1 und jetzt eine positive Bewertung da, würde mich mega freuen. Und ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich bin heute mal alleine, ausnahmsweise, da der Thomas heute mal arbeiten muss. Und wir haben es gestern nicht hinbekommen, ein Video aufzunehmen, deshalb heute mal alleine unterwegs. Und Leute, ihr seid wieder total eskaliert, was die Saves angeht. Ich habe schon wieder so viele Saves, ich kann euch nicht genug dafür danken, aber ich habe immer noch in den Kommentaren nicht entnehmen können, wie man nachschauen kann, wer einen den Save geschenkt hat. Ich habe auch gelesen, dass man ja täglich Saves bekommt von Roblox aus, also von Roblox Jailbreak aus, das habe ich auch gelesen, aber ich weiß halt auch, dass mir viele Leute einen Save geschenkt haben und ich kann immer noch nicht entziffern, wer mir den Save geschenkt hat, und das finde ich schade. Also, ich weiß ja nicht, wie wir das machen sollen, aber ich hätte vielleicht gesagt, dass wir vielleicht irgendwann mal so in ein, zwei Wochen oder vielleicht noch diese Woche oder vielleicht einfach ein paar Tagen oder wenn wir genug Saves haben, dass wir einfach mal so ein Save-Video machen, wo wir nur Saves öffnen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Und jetzt würde ich aber sagen, Leute, ich zeige euch mal die Tricks, denn es sind ein paar lustige Sachen und die habe ich selbst noch so gar nicht gekannt, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar zu einem habt ihr ja vielleicht das Hacker vs. Pro vs. Noob vs. Glitcher Video gesehen. Und da bin ich ja zum Beispiel durch so eine Scheibe geglitscht. Und da haben viele von euch in die Kommentare geschrieben, ey Pat, wie hast du denn das eigentlich gemacht? Und das ist ein bisschen schwierig, ich bin da auch kein Profi drin, muss ich zugeben, aber ich kann euch mal das grobe Prinzip erklären. Man geht nämlich einmal zur Scheibe, man schaut nach oben, so ungefähr, und dann irgendwann wird man merken, okay, man ist jetzt irgendwie, hä? Man glitscht durch die Scheibe. So, ich halte die ganze Zeit noch W gedrückt und wenn ich jetzt die ganze Zeit noch weiterhin so nach oben gucke, in die Ecke, dann kann es irgendwann passieren, dass ich dann hier rauskomme. Manchmal klappt es auch oder hilft es auch, wenn man noch C drückt, also sich quasi bückt, aber das ist auch nicht immer der Fall. Zum Beispiel, wenn ich jetzt C drücke, seht ihr, bin ich jetzt wieder an der gleichen Stelle. Bei mir hat es meistens so geklappt, dass ich einfach hier zu einer Ecke gegangen bin, am Fenster zum Beispiel zur rechten Ecke. Dann habe ich die ganze Zeit nach oben geschaut, aber nicht sprinten, das ist wichtig. Ich drücke die ganze Zeit die Taste W gedrückt, gucke nach oben. Und jetzt, Moment, dauert halt manchmal ein bisschen genauso. Jetzt glitscht man hier irgendwie ein bisschen rum, wartet weiterhin aber noch in dieser Ecke, drückt auch weiterhin W, das ist ganz wichtig. Es sieht aus der Perspektive ein bisschen komisch aus, ich darf jetzt aber auch nicht rauszoomen. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, okay, es hat jetzt nicht geklappt, dann nochmal. Und ab einem gewissen Grad klappt es dann manchmal. Wenn ich jetzt nochmal versuche, Moment. Na, doch. So mehr oder weniger, ja. Ja, ich hab's geschafft, ihr habt's gesehen. Ich bin einfach rausgesprungen, also ich habe einfach die Leertaste gedrückt. Und dann hat's geklappt. Aber wenn ich jetzt das gleiche zum Beispiel an der anderen Scheibe mache, also an dieser Scheibe jetzt, hier vorne, nicht an der rechten, dann können wir es auch mal ausprobieren, ob es mit Springen funktioniert. Weil es klappt halt auch nicht immer mit Springen. So, jetzt springe ich raus, aber es hat diesmal sogar geklappt. Also Springen ist halt, mit einem guten Erfolg verbunden. Aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass Crouch schon ein bisschen was bringt und, ja. Ansonsten, Leute, gibt es noch einen anderen Trick. Und der klappt nur, wenn man zum Beispiel jetzt an einem... Also bei mir war es so, dass es mal oft nur geklappt hat, wenn man halt in einem Bereich war, wo halt quasi so noch so eine... Wie soll man das sagen? So eine Erhöhung war, beziehungsweise der Rasen oder so eine Abtrennung war zum Beispiel zwischen Boden und Rasen. Man sieht zum Beispiel hier, wir haben hier einmal diesen Weg und wir haben hier Rasen. Das heißt, es geht nach unten. Wisst ihr, was ich meine? Falls nicht, dann hört euch das Ganze in Ruhe an. Also dieser Weg endet ja hier und geht dann runter auf Rasen. So, was wir dann machen, ist folgendes, Leute. Wir crouchen uns hin, also drücken C. Wir drehen die Kamera um 180 Grad. Wir zoomen rein, drücken jetzt S an dieser Stelle, dass wir quasi rückwärts springen, so. Und dann können wir hier durch. Bam! So einfach kommt man auch dann durch andere Gebäude. Das klappt auch bei vielen anderen Gebäuden, aber nicht immer. Ich kann das hier zum Beispiel nochmal testen. Zack, einmal drehen und... Ihr seht jetzt gerade, hier klappt es zum Beispiel nicht. Ich mache jetzt im Grunde genau das Gleiche, aber es klappt halt nicht. Deswegen, man kann nicht sagen, dass es immer klappt. Und bei mir hier jetzt, ja, an dieser Stelle klappt es so ein bisschen. So, nochmal ganz kurz die testen. So, geradeaus, zack und... So, und... Klappt, klappt, klappt. Manchmal backt man hier auch so ein bisschen rum. Ja, wir sind gerade in der Decke, glaube ich. Wir sind in der Decke.
Aber naja, so sieht's aus, Leute. So kann man zum Beispiel nämlich auch dann hier den Helikopter... Lol, jetzt bin ich einfach durch die Treppe geflogen. Okay, so könnte ich zum Beispiel auch zum Helikopter kommen. Ich setze mich jetzt hier hin, zack, und dann drehe ich mich einmal und jetzt hier... Nee, ich muss... Einen Moment, falsch gemacht. So, einmal zack, reinzoomen und... Ranzoomen, so, und jetzt sollten wir eigentlich so fast durch sein. Ist gerade ein bisschen hartnäckig und wie gesagt, man muss da ein bisschen rumprobieren. Das ist auch nicht so einfach, wie es aussieht. Hab das schon ein paar Mal ausprobiert. Muss ein bisschen ausprobieren, ein bisschen hier C nochmal drücken, C springen. Also alles Mögliche muss man da ausprobieren und jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt könnten wir theoretisch den Helikopter klauen. Also so einfach funktioniert das, könnte man sagen. Oder einfach, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt einfach nennen kann. Aber das sind so Tricks, die man auf jeden Fall anwenden kann. Wir können ja mal versuchen mit diesem Glitch eine andere Sache. Und zwar können... Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Und zwar waren wir ja gerade an dieser einen Stelle, wo wir... Beziehungsweise, ich habe euch mal ein Secret auf dieser Map gezeigt. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch dran. Und zwar war dieses Secret hier hinten. Da brauchen wir ja den... Ja, eine Keycard für... Ist es jetzt nicht eigentlich möglich, vielleicht sich hier irgendwie durchzuglitschen? Moment, ich drück mal C, dreh mich um und... Soweit nicht, wir kriegen... Au! Ja, jetzt sind wir hier oben. Wir waren auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir sind irgendwie nach oben gekommen, Leute. Fragt mich nicht, wie. Und nochmal, Moment. Wir versuchen es nochmal aus. Einmal hier hin, hinlegen, umdrehen und... Jetzt muss man probieren, wir kommen hoch, soweit. Öfters probieren und jetzt... Ja, jetzt sind wir schon oben an der Decke. Leute, da, also... Fragt mich nicht, wie ich hier hingekommen bin. Ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären. Ja, okay, sobald wir wieder entkriechen, fliegt man auch runter. Aber... Oh, hier jetzt vielleicht? Ja, es sieht gut aus, Kann man damit durch Türen gehen? Das wäre ja mal total verrückt, Leute. Okay, naja, so viel dazu. Oder kann man das theoretisch so umgehen, indem ich einfach hochschaue? Also ich glaube nicht, weil hier ist so eine kleine Fensterscheibe, vielleicht schon. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Also es geht, wie gesagt, nicht bei jeder Scheibe, aber es geht bei einigen Scheiben. Da muss man das einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken. Und hier, jetzt, ja, jetzt haben wir einen gewissen Punkt erreicht. Aber ich glaube, wir sind noch nicht mit dem Kopf durch. Ne, ich glaube leider nicht, Leute. Also zum Secret-Ort kommt man... glaube ich nicht so einfach. Wir könnten es nochmal von der Seite ausprobieren, am Automaten. Zack. So, und jetzt müssten wir hier irgendwie versuchen durchzukommen. Ja, 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 das sieht gut aus. Sind wir hier schon mal oben auf der Leiter. Leute, ich müsste eigentlich so nochmal eine Runde Hide and Seek spielen mit Thomas. Ich glaube, das wäre übelst lustig. Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich einfach nochmal so mit Thomas Hide and Seek spiele, weil er wird das nie im Leben verstehen, dass ich hier oben bin, dann lasst auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Dann verstecke ich mich auf Lampen und sowas in der Aufnahme, weil der Thomas, der wird das Video, denke ich, mal nicht sehen. Von daher, Leute, wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, dann gibt es nochmal so eine spezielle Spezialepisode Hide and Seek. Das wird unglaublich lustig, Leute. Es wird unglaublich lustig. Also unbedingt jetzt mal an dieser Stelle eine positive Bewertung da lassen. Und was mir auch aufgefallen ist, es sollte eigentlich auch möglich sein, mit diesem Glitch problemlos über Zäune zu klettern. Wie zum Beispiel diesen Zaun hier. Wenn wir uns jetzt hier in die Ecke stellen. Moment, okay, Leute, einen sehr erstaunlichen Trick, den ich ebenfalls nochmal ganz spontan gefunden habe. Man kann damit sogar über Zäune kommen. Das heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel diesen Zaun. Ich gehe jetzt hier einmal, einmal hinlegen, dann einmal umdrehen und jetzt einfach hier ganz normal... Moment, einmal probieren. So, oh, war ja. Ihr habt es gesehen, es hat geklappt. Ich bin rübergekommen, habe jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Das lag aber daran, weil der Winkel ein bisschen schlecht war. Das heißt, man kann mit diesem Trick sogar in einer richtig kurzen Zeit ausbrechen. Und eine andere Sache, die ich auch noch gefunden habe, ist hier einmal dieser Secret-Raum, beziehungsweise das Secret, wenn man ausbrechen kann. Hier die Scheibe, wir sehen es, und einmal ganz kurz durch. So, wir glitschen jetzt jeden Moment hier, also sollten jeden Moment hier rumglitschen und dann... Manchmal spinnt es auch, dass man hier gar nicht mehr durchgehen kann, das hatte ich auch. So geht es natürlich auch, Leute. Ich sag mal nichts dazu. Ja, was ich eigentlich zeigen wollte, ist nochmal diesen
Secret, also diesen Schacht, weil normalerweise braucht man ja hier die Keycard. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal nach oben gucken, dann sind wir gleich in der Wand am Stecken. Jetzt drücken wir jetzt ein bisschen Spam, bisschen ESC, bisschen C, bisschen Jumpen, bisschen dies, das und dann sind wir durch. Also das geht auch, so kommt man ganz einfach aus dem Gefängnis raus. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch ausbrechen. Also es gibt da schon viele Sachen, die man mit diesem Glitch machen kann. Ja, ich kann ja, wenn ihr wollt, noch eine zweite Episode machen, wenn ihr das vielleicht cool fandet, dieses Glitchen in Roblox. Jaybrick, falls ja, Like da lassen, Leute. Dann erkläre ich euch auch wieder neue Sachen, wenn ich neue Sachen kenne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.